willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Okay, wir sind jetzt hier gelandet in der letzten Folge. Ich hatte die Folge einmal unterbrochen, weil ich ganz genau weiß, wenn wir hätten weitergespielt, wäre das wieder eine sehr, sehr lange Folge gewesen. Und daher haben wir gedacht, sind wir jetzt hier. Wir gehen rein und hoffen jetzt auf den Endboss. Wir wissen ja, wir sind auf dem Weg zum Chef und sollen ihn aufhalten. Das ist die Kamera. Und ja, ich weiß, dass meine Batterien jetzt leer sind. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Jetzt spricht die Stunde der Wahrheit! Gleich beißt du ins Gras, Bandit! Mörder! Was soll das denn jetzt? Weg bin ich! Hey, Arschloch! Und tschüss! Gleich beißt du ins Gras, Bandit! Ich war das da!
Was? Oh nein. Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben. Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat. Und ich werde sie kontrollieren! Wollen wir das nicht ganz einfach klären? Du und ich? Ich hab schon gemerkt, du machst nicht mehr. Wir kriegen sicher nicht nochmal eine Lösung.
jetzt noch ein bisschen länger geht. Die werde ich jetzt nicht nach 30 Minuten abbrechen.
muss sagen, es ist bis jetzt ein guter Endkampf. Also. Klar, jemand, der natürlich schon ein bisschen in der Borderlands ist, der den ersten Teil, den zweiten Teil gespielt hat, der weiß natürlich, wie solche Endkämpfe abgehen. Und worauf man achten muss, dass man sich halt am besten von diesen Viechern nicht treffen lässt. Aber wenn die richtig treffen, dann kann man die nicht aussehen. Naja. Und. War selbst bei mir noch nicht mehr. Doch, der erste Gegner war. Der erste Endgegner von Borderlands 1, der war relativ in 8 Minuten geschafft. Aber auch nur, weil ich den schon kannte. Den kenne ich hier zum Beispiel noch gar nicht. Es ist vorbei. Endlich. Warte, überlass das mir. Du willst das Ding jetzt nicht berühren, glaub mir. Langsam, Mann. Ich wäre fast draufgegangen vorhin. Hey, Lilith! Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot. Ich glaube, das ist ihre Art, uns zu sagen, dass wir gewonnen haben. Dachte ich mir schon. Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen. Hat Spaß gemacht, du Alien-Arsch. Hä? Was zum... Sind das Kammern? Du weißt, was das heißt. Ja. Wir kommen nie zur Ruhe, was? Ja, wir haben es geschafft. Und das noch innerhalb von 30 Minuten. Yeah! Geil! Super! Und ich bin froh, dass wir bei Borderlands 2 dann endlich jetzt auch eine Hauptstory durch haben. Ja, cool. Ein weiteres Spiel auf meiner Liste, was ich abgeschlossen habe. Und wieder vom Let's Play und vom Durchspielen. Und auch wenn es natürlich jetzt die letzten Folgen so ein bisschen stressig war und ich mir immer gedacht habe, oh, ich würde gerne schon irgendwann mal das Spiel durchhaben, das hat nichts damit zu tun, dass ich Borderlands 2 nicht mehr mag, sondern es zieht sich halt einfach nach einer Zeit ziemlich in der Länge. Und dadurch, dass wir ja den Borderlands-Marathon gemacht haben und vom ersten Teil gleich auf den zweiten nachher gegangen sind und noch der dritte rauskam und den auch noch nebenbei gespielt habe, war es natürlich für mich jetzt ein bisschen stressig, weil das Movement vom dritten bis zum auf den zweiten wieder umgekehrt wieder komplett anders war. Ne? Aber wir haben es jetzt geschafft. Die Hauptstory ist durch. Und ob wir jetzt die DLCs noch ranhängen, das entscheidet ihr in den Kommentaren, würde ich sagen. Und ja,
Wir, würde ich sagen, einfach mal, ne? Ja, wenn wir hier noch so schön verteilt sind. Neues Spielzeug! Ja, das ist auf jeden Fall. So, ich habe ja auch Platz für den Fall rein. Jetzt geht auch noch mein Controller aus. Ich glaube es nicht. Ich bin bis zum Feierabend. Dann kann ich noch was wieder anders. Ist das noch was? Genau. So. Okay. Wir müssen doch nochmal das Kabel zum Einsatz bringen. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen problematisch. Und ja. Aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Wir haben ein weiteres Unglück verhindert, meine Matze. Und ja. Ich würde einfach mal sagen, wir können jetzt nach Hause. Wir sind an dieser Stelle auf jeden Fall fertig. Und ja, die Credits habe ich euch jetzt nicht antun wollen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Vielleicht eventuell auch bei den DLCs von Borderlands 2. Wer weiß. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Bis dahin. Vielen Dank dafür, dass ihr das Projekt so unterstützt habt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und tschüss.